Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoner's War. Heute mit Gildenkampf und ich glaube, wir bauen ein paar Runen und vielleicht gehen wir noch Arena, je nachdem. Ich würde sagen, wir fangen an und gucken, ob wir ein paar Runen bauen können. Vielleicht können wir unser Glück schon abschätzen. Natürlich Gewalt. Oh, da können wir sogar ein paar bauen. Naja. Geht gleich mal weg. Oh shit, ich habe keine Mana-Steine. Okay, wir lassen das. Machen wir Gildenkampf. Shit. Wir nehmen heute die besten plus 3er, plus 2er, plus 1er, weil ich habe vorher schon reingeguckt. Low Death, eh nicht interessant. Dann hoffen wir einfach mal, dass die stärksten uns am meisten Spaß machen. Beste plus 1er. Gut, das wird nicht viel Spaß machen, aber wir könnten ja ein paar lustige Kombos verwenden. Oder mögt ihr Rakan? Dann nehmen wir hier doch mal was Lustigeres mit. Nehmen wir Orion mit. Und was noch? Jawohl. Wir nehmen doch Chloe mit. Einfach wegen der Immunität. Ja, und unten. Nein. Nehmen wir noch Leo. Ja. Geht schon. Mal gucken, ob Orion und Chloe eine gute Kombination mit Rakan ist. Okay, Orion derbt. Da man Rakan relativ langsam ist. Gucken wir gleich auf Verde. Bella wird nicht heilen, denke ich. Okay, das war eigentlich blöd. Mit dem Armor Break. What the fuck? Rakan kriegt hier übel auf die Schnauze. Den werde ich auch am Samstag etwas umruhen. Das habe ich schon gesehen. What? Nicht Rakan töten! Oh mein Gott! Der wird dringend umgeruhnt. Er kriegt auf jeden Fall Lebensentzugruhen. Ich glaube, das schaffe ich jetzt gar nicht mehr. Darf nicht wahr sein. Bella heilt zu stark. Das geht bestimmt nicht. Und brockt so oft und alles. Zumindest ein Draw muss ich ja schon rausholen. Das wäre übel peinlich. Abnormal, wie oft die hier brocken.
Immerhin. Natürlich den Armor Break. Orion verlieren wir nicht. Dreck. Ich hasse sowas, echt. So, immerhin. Fucking Draw. Kotzt mich schon wieder an. So, bester plus Zweier. Misu. Oh Gott, was ist hier schon wieder? Molly. Ich hasse Molly. Nehmen wir Theomas. Könnten wir mal Pörner wieder benutzen? Der benutze ich relativ selten. Und wir benutzen selten Chasun. Könnten wir auch mal wieder einbauen. Immunität, ich weiß nicht. Sollte eigentlich so passen. Unten nehmen wir Homunculus und Orion. Hier habe ich weniger Schmerzen, aber naja, es kann ja immer was passieren. Ah, gegen diese Vero-Verde-Bella-Kombo. Ah. Verwaffen wir uns erstmal. Oha. Na gut, machen wir es so. Lass mein Pörner in Ruhe. Heilen wir gleich voll. Dann kriegen wir ein bisschen Attack Bar. Die hauen ganz schön rein. Ist gut. Na, Chasun. Na also, immerhin. Das sollte ja gar kein Problem werden. Sollte viele Dots geben. Dum 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 dum. Ja, Low Death ist immer ein bisschen langweiliger. Aber haben wir in letzter Zeit wirklich oft. Pangbeak. Hier. Falls was schief läuft. So, gegen Rakan. Da weiß man auch nie. Sollen wir es so gerade lassen, oder? Nee. Gucken wir mal, wie live der Pangbeak hier hat. Oha. Und das macht er nichts. ups. Gut, Theomas.
regel das hier schon. So. Auch ein langsamer Rakan. Geben wir ihnen ein paar Dots. Naja, die können auch mehr sein. Ja gut. Wieder ein Kampf verkackt. Egal, gucken wir noch ein bisschen in der Arena rum. Mit einem neuen Schwerter. Ihr wollt immer nicht meine gleiche Kombi sehen. Dann bauen wir hier was anderes. Wir bauen Körner ein. Wir bauen Eladriel ein. Ja, wir könnten. Könnten wir sonst noch nehmen? Könnten wir Delphoi einbauen? Immunität und. Zum Spaß könnten wir sogar Rogue einpacken. Ich bin wahnsinnig. Ein Fun-Team. Funktioniert das? Wir werden sehen. Mal ein paar neue Kombis ausprobieren. Ey! Geht's noch? Hätte keinen Rückgriff Immunität strippen. Armor Break vielleicht einmal. Ne, wir lassen ihn weiterhin auf Eladriel rumhauen. Hey. Setzen wir sie zurück, ja. Damit ihr blödes Schild nicht kommt. Kein Armor Break. Heilen wir zur Sicherheit voll. Burner, auf Wiedersehen. Stun. Oh oh. Okay. Ischia ist keine große. Ist kein großes Problem. Tja, gut, dass wir Eladriel dabei hatten. Violent Heal, nice. Okay. Gut. Ja, das muss nicht sein. Wir geben uns Immunität, doch. Chloe of Violent, oder wie war das? So, Rogue, wie sieht's aus? Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen dringend schnellere Arena-Offensive-Teams machen. Das nervt nur noch diesen langen Fights. Oh, do it, Perna. Herrgott. Holy shit. Kein Armor Break. Burner, so finish him. What the fuck? So. Gucken wir weiter. Naja. Hier bauen wir ein Full Fire Team. Mit Rakan und allem drum und dran. Da kommt auch wieder Chloe zum Zug. So. Nicht auf Trevor. Tja, ob das eine gute Idee von Sierra war, ich bezweifle das. So, wir heilen Trevor ein wenig. Ne, da brauchen wir nicht mal, wir gehen gleich auf den nächsten, weil Trevor wird Sierra jetzt schon zeigen, wie es geht. Kein Crit. Ah ne, wir haben ja Wodam dabei. Stimmt, Wodam war ja noch dabei. Oh shit. Oh Gott, Armor Break auf Rakan, oder? Nicht nur den Panda, der nicht so viel live. So, Bomben weg. Nein. Wie schnell der Fight hier geht, unglaublich. Oh Gott. Oh. Fehler mit Wardam, ja. Nichts dann. Ich muss ihn dringend auf Lebensentzug machen, wirklich. Bullshit. Okay, was haben die hier alles? Aber ich will das Team eigentlich schon besiegen. Ich nehme ganz einfach mein Standard-Team. Mit dem geht's bestimmt. Keine Wille ruhen. Falls sie es nochmal machen müssen, wissen wir es. Oh. Das darf nicht wahr sein.
Okay. Oh, Armor Break Off. Auch blöd. Wie übel die hier abgehen. So, Trevor, zeig dein wahres Gesicht. Violent. Oha. Hättet ihr das gedacht? Das Team ist einfach zu gut. Oha. Was machen wir hier? Ich habe keinen Stripper. Zum Heulen. Gut, könnten wir hier Ramagus nehmen? Geht das so? Nee, dürfen wir nicht. Uns gehen alle auf Delphoi. Dürfen wir auch nicht. Pörner als Heiler. Ja, machen wir so. Mal schauen, ob wir Rakan unter Kontrolle halten können. Gut. Geben wir uns erstmal Immunität. Mhm. Naja, natürlich Stun Ramagus, logisch. Gehen wir auf Chivu. Ja. What the fuck? Wir heilen Theomas. Oh Gott. Wen töten wir nachher? Ich glaube, wir töten schon Rakan. Oh mein Gott! Shit! Mein Ramagus hatte doch fast 40 Kalei. Oh no! Oha! Nicht Slow of Theomas. Hätte nicht gedacht, dass der Rakan so ein Tanky ist. So, dann nochmal. Ich habe glaube ich keine andere Wahl. Ich denke, ihr werdet es schon wieder wissen. Mit dem geht's wahrscheinlich wieder. So.
Hat nicht gestrippt. Nein. Ach, diese Violence zum Tod, wirklich. Motherfucker. Genau, geht auf Trevor. Nee, das machen wir eigentlich nicht. Jetzt heben wir uns auf. So, den Wind wegmachen schnell für den blöden Death-Buff. Dann gucken wir Chivo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist gut. Aber ich glaube, das wird schon wieder nichts. Naja. Und die sind doppelt so schnell und brocken violent. Das geht nicht. Was für ein Drecksteam. Okay, wir aktualisieren. Hätten noch 4 Schwerter. Mal irgendwas anderes. Boah. Was zur Hölle? Jeder hat Rakan. Unglaublich. Ja, schauen wir doch hier rein. Habe ich mir eigentlich ein Team aufgebaut mit Tiana? Fällt mir gerade ein. Können wir das hier nehmen? Könnte doch gehen. Naja, verlieren macht nicht so viel Spaß, stelle ich gerade fest. Lassen wir sonst alles Auto laufen. Hoffen, dass Praha keinen Nemesis drauf hat. Natürlich. Bitch. Praha nicht tot. Miststück. Könnte das für... Natürlich nicht. Dann töten wir auf jeden Fall Praha. Lass Leg Meryl in Ruhe. Das sollte reichen, ja. Kein Crit, please. Achttausend nur. Hui, gut, das ging nochmal gut. Ja, aktualisieren wir doch einfach nochmal. Schauen uns den untersten an. Uah. Überall ist Rakan. Ich freue mich so auf Samstag. Ich
Was Lustiges. Wenn alle mit Rakan spielen, spiele ich halt auch mit meinem. Das Wille-Set wird er auf jeden Fall behalten. Ja, ist gut. Darf doch nicht wahr sein. Stun, please. Natürlich nicht. Nicht ausgelöst. Oh Mann. So, Bernard. Ausgelöst, immerhin. So, ein bisschen heilen. Töten. Vielleicht ein Armor Break. Nice. Theomas töten, nice. Nice, gefällt mir. Sonst krittet er auch nie. Oh oh. Fucking Camilla. Camilla. Shit. Das geht nicht. Schaffe ich nicht mehr. Nee. Schade. Zeigt aber wieder, Rakan braucht dringend ein anderes Set. Violent funktioniert mit ihm irgendwie nicht so. Und ich denke, ich werde dazu Runen vom Kung Fu Girl runternehmen. Die hier zum Beispiel. Ja, die. Doch, die ist eigentlich auch ganz gut. Ja. Mal schauen. Ich denke, so werde ich das machen. Gut, und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es mehr Spaß gemacht als mir. Ich bin jetzt ein bisschen am Boden. Mal schauen. Ich denke, morgen wird's besser. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.